Hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory, zusammen mit dem Hawk. Hallo. Und mir, eurem Dr. Wolfsherz. Wir sind endlich wieder hier. Das ist die zweite Staffel, die wir auch schon lange mal irgendwann angekündigt hatten. Und, lang ist es her. Lang ist es her. Und ja, Staffel 2 passend mit dem Update 3 dann jetzt. Wir werden ganz tolle neue Sachen zum Spielen haben. Und wir werden auch ganz neu anfangen. Wie ihr seht, stehen wir im neuen Biom, dem Wüstenbiom. Wie hieß es jetzt im Hauptmenü? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall. Wüsten. Wüste. Keine Ahnung. Ja, es heißt Wüste. Es ist Wüste. Wasser haben wir da drüben. Nicht, dass wir es bräuchten, aber wenn du gleich mal Durst hast, kannst du ja für mich gleich auch mal eine Flasche mitbringen. Ja. Und wir stehen direkt neben Kupfer. Wir können also eigentlich starten, oder? Ich habe aber keine Ahnung, wie das hier nochmal alles funktioniert eigentlich hat. Eigentlich schon, aber geil. Guck mal, hast du das eigentlich gesehen, dass du hier richtig deine Fußabdrücke, also hier Fußspuren siehst? Ja. Ich möchte aber, dass du bitte einen Kamm hinter dir herziehst, damit das alles wieder vernünftig und hübsch aussieht. Also ich kenne die Wüste. Ich kenne die Wüste, genau. Oh, Eisen. Hier ist Eisen. Ja, genau. Wir haben direkt schon Eisen. Das heißt, wir könnten ja schon mal so einen Extraktor draufstellen. Wir haben so ein paar Extraktor direkt mit von Anfang an dazugekriegt. Und von daher... Haben wir? Jo, platziere ich den schon mal hier. Also, brauchst du den her? Ich hab keinen. Im Inventar? Nö. Wie, hast du nichts? Ich hab keinen Extraktor. Ich hab nichts. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ehrlich? Ist dein Inventar leer oder was? Ja, halt außer die paar Klamotten, die ich jetzt unterwegs hier gesucht hatte, auf dem Weg zu dir. Ne? Also, ach so. Warte mal, ich glaube, du bist ein bisschen zu leise. Ich muss dich mal eben lauter stellen. So. Ja, bist du eine Frau? Das fällt dir doch nicht jetzt erst auf, oder? Dass die Charaktermodelle hier so eine Art... Bin ich ja, eine Frau? Ja, im Grunde ja. Ich glaube, es kann beides sein. Das ist, glaube ich, Absicht, dass das so interpretiert werden kann. Das ist so mir noch nie aufgefallen. Im Rahmen der Genderneutralität, weißt du. Wir sind divers. Genau, wir sind divers. So, pass auf, wir haben ein Vorkommen angezapft. Ich könnte hier noch einen zweiten hinstellen, aber wenn du keine hast, dann finde ich, suchen wir erstmal. Obwohl, komm her, hier. Zack. Lass uns mal weitersuchen. Wir brauchen noch. Was brauchen wir denn am Anfang noch? Kalkstein. Was ist denn Kalkstein nochmal? Stimmt, Kalkstein. Das war doch diese neue Ressource. Geht schon wieder los, ey. Was ist das hier? Schwefel? Hier ist reiner Schwefel. Ja, geil. Mitgenommen, alles eingesackt. Ja, okay, das war jetzt aber nicht viel. Mal kurz zum Wasserfall gucken. Ah, hier. Da ist noch mehr Eisen und da hinten ist, glaube ich, auch noch eine Ressource. Da kann ich jetzt nicht erkennen, was das ist. Konnte doch scannen. Warte mal. Ach, hier, genau, mit V gedrückt halten. V gedrückt halten. Oh Gott, stimmt ja. Was ist denn Kalkstein? Ist der. Ja, oh, Kalkstein ist bestimmt neu. Ja, das ist tatsächlich das Kalkstein da hinten. Komm, lass uns mal den Kalkstein da hinten freimachen. Da ist ein Monster, kann ich doch hier schon sehen. Hier läuft ein Vogel. Was? Du bist doch ein Vogel. Nein, hier, da ist so ein Piepmatz hier. So ein. Okay. Ach, warte mal, konnte man die jetzt nicht füttern oder so? War doch nicht letztes Mal hier schon was gewesen, aber das ging noch nicht. Ja, man kann denen, glaube ich, diese Nüsse geben oder diese Berylbeeren. Irgendwas wollen die wohl haben. Warte mal, wo ist denn jetzt das? Das ist doch aber nicht. Hä? Du bist gar nicht in der Nähe. Ich muss jetzt hier ganz alleine. Achso, was ist denn das Grüne hier? Ach, das ist Kupfer, okay. Ja, das macht sogar Sinn. Der Oxidationseffekt. Das ist das Kupfer. Weil es noch viel mehr Sinn macht, wenn wir da hätten gleich die Extraktoren abreißen und die hier hinsetzen, weil hier ist. Ah, ne, hier ist unrein. Nee, hier, ey, verdammt nochmal, ich krieg das nicht in diesen. So, jetzt aber. Ja, du da? Hast du alleine Spaß? Ja, hast recht, hier ist näher, ne? Weil da vorne ist auch noch ein Vorkommen. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal. Wir Brocken hier aus der Mitte weg, dann können wir da nachher auch einen Extraktor draufsetzen. So. Baut man jetzt irgendwie mehr mit der Hand ab als sonst? Oder kommen wir da? Nö, ich glaube, das war jetzt nur so schnell, weil wir es zu zweit gemacht haben. So, okay. Also, Kupfer haben wir, Eisen haben wir. Jetzt brauchen wir noch Kalkstein. Kalkstein war in diese Richtung. Ich glaube, Richtung Wasserfall, ne? Mhm. Kalkstein. Ja, das sieht aus wie Kalkstein. Da ist auch wieder ein Monster. Ich bin da. Und wenn wir dann gleich den Hub direkt bauen, dann können wir auch die Forschung starten und alles, ne? Wollen wir den Hub dann hier beim Wasserfall bauen? Das sieht schon irgendwie idyllisch aus. Okay. Wo ist denn das Vieh?
Alter. Ihr sagt bloß, du siehst das nicht. Doch, doch, doch. Es war hinter dem Felsen. Au! Okay, der fliegt aber weit. bei mir auch. Der ist sehr gut. Was? 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 Hast du mich jetzt getasert? Hey, was war hinter mir, oder nicht? Ja, du hast mich getasert. Echt? Du fieser, kleiner Adler, du. Das war vielleicht mit Absicht. So, das sieht irgendwie so komisch aus. Kriegen wir hier auch einen Extraktor drauf? Ey, vor allem, du kannst hier so gar nichts abbauen. Was ist das? Hä? Nee, ich glaube, hier musst du einen Extraktor draufsetzen. Also, so ein Miner, meine ich. Aber ich mache jetzt erstmal hier so einen kleinen drauf. Geht das denn? Ich hoffe. Nee, das geht gar nicht. Es könnte sein, dass das gar kein... Ja, doch, muss doch. Ja, aber der sagt doch, wenn du scannst, dass es Kalkstein ist. Ja, warte mal. Hast du gescannt jetzt? Ja. Ah, du kannst... Aber doch, hier ist bei mir was. Hier irgendwo. Genau, der hier. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy hier. Wo? Der hier. Ah, okay. Ja, da können wir auch einen draufsetzen. Okay. Vielleicht, weil das hier mitten in der Düne drin hängt. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen abgesackt. Ja, wir sollten jetzt ruhig schon alles, was wir an Pflanzen so auf dem Weg haben, mitnehmen, weil wir hier relativ wenig haben werden. Ja. Wobei hier an der Oase gibt es natürlich schon ein paar Bäume. Ja gut, okay. Da brauchst du aber erstmal Kettensäge für, ne? Mhm. So, dann hole ich jetzt die Extraktoren zurück. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Und warte mal, da vorne ist... Moment, wo war denn jetzt Kupfer? Ich bin schon verloren hier. Das wird uns gar nicht auf der Karte angezeigt. Was? Nee, die sind noch nie auf der Karte angezeigt worden. Ach nee, stimmt. Die musst du dann immer schon selber finden. Irgendwo in die Richtung. Okay, also da ist der andere das andere Eisenvorkommen. Das heißt, wir müssen von dem... Nee, Moment mal. Ja, wo haben wir denn die... Wo hatten wir denn die Extraktoren draufgesetzt jetzt? Irgendwo weiter hinten und dann links, glaube ich. Ja, irgendwo da und dann links, glaube ich. Ja, das kann ja dann eigentlich nur der sein, der da hinten in 200 Meter entfernt ist. Das ist ja ein Gerenne hier. Verzeihung. Hey, so weit rechts war das doch gar nicht, oder? Ich meine auch nicht, aber... Ist das einzige Vorkommen jetzt? Nee, das ist das nicht. Da ist eins. Ja, hier bei mir, in die andere Richtung. Richtung... Da. Nordost. Mhm. Ja, ich weiß, welches du meinst. Ich renne da jetzt auch gerade hin. Glaube ich. Ja, da sind die Extraktoren, ich sehe sie schon. Okay, so, dann packen wir die alle ein bisschen näher zusammen und dann bauen wir den Hub und die ersten kleinen Maschinen. Ne? Eine Schmelze und ein, sagen wir schnell, ja. Genau. Die Geräte und so. Genau. So, den anderen schnapp ich mir. Ja, genau. So, und dann mal zurück. Ach, da ist der Vogel, den du gesehen hast, ne? Ja, genau, das ist der komische Piepmatz. Der sieht aus wie so ein kleiner, hässlicher Geier. Die gab es beim letzten Mal auch schon, bist du sicher? Ja, ich glaube so ähnliche. Ich weiß nicht, ob es genau die sind. Weiß es nicht genau. Kann man den irgendwie jetzt töten? Er läuft auf jeden Fall weg. Lass uns sehen, wie es auf Elektrostöße reagiert. Oh, es scheint sie nicht zu mögen. Warum bloß? Kann ich nicht nachvollziehen. So, hier, da ist die Eisendings, ja. Genau. Nee, das ist Kupfer, ne? Nee, das war Eisen und das da vorne ist Kupfer. Aber hier ist unrein, ne? Das heißt, hier kriegen wir nicht so viel raus, ne? Ja, die Fördermenge ist dann weniger, ne? Das macht aber nichts, glaube ich. Für den Anfang ist das, glaube ich, egal. Das hier ist auch unrein übrigens. Ja, wir hatten so in der Bergregion immer reine Vorkommen. Ich denke mal, dass das hier vielleicht nicht der Fall ist. Ich habe den Extraktor da mal wieder draufgesetzt, ne? Hier auf den unreinen. Mhm. Also wie viel ist da jetzt drin hier? Achso, gar nichts mehr. Ich habe alles rausgenommen. Oh, da war viel drin. Zwei Stück. Wahnsinn. Ja, die kannst du dir gerne nehmen. Die schenke ich dir. Ach, großzügig. So, dann hast du wahrscheinlich auch gar kein Hub-Teil in deinem Inventar, ne? Nö, das hast du. Genau. Da wollen wir den mal bauen. Ich setz den hier jetzt einfach mitten rein. Ja, da ist hübsch. Siehst du das? Ja, sicher sehe ich das. Ach, das ist ja cool.
Das ist doch auch neu, oder? Oder hat man das früher auch gesehen? Ja, das haben wir früher auch gesehen. Okay. Lieber so oder so? So oder so? Steht schon. Du, wenn du das noch öfter machst, dann kannst du mir gleich auch mal eine Beryllnuss geben oder so. Ich hab sogar ein paar. Ich weiß. Fünf. So, also, hier haben wir unsere Werkbank. Ah, das sieht gut aus. Die Unterteilung gefällt mir schon mal sehr gut. Sieht insgesamt ein bisschen aufgeräumter aus. Und es steht auch viel mehr schon direkt beim ersten Mal aufbauen, weil guck mal, du hast schon einen Raum hier, das war sonst nicht so. Doch, der Raum war da, aber da war nichts drin. So wie jetzt auch. Hier fehlt die Forschungsstation. Nee, aber die Toilette ist noch da. Aber hier, Energie, auch die waren schon da gewesen. Die waren da, ja, ja. Die klicke ich einmal an, damit wir die Ausrufezeichen nicht mehr sehen. Dann haben wir, glaube ich, auch alles. Ja, steht doch gut. Das Schöne hier ist, wir haben unglaublich viel Bauland. Deswegen haben wir uns ja auch für dieses Biom jetzt entschieden und weil es neu ist natürlich. Und ja, lass mal kurz gucken. Was zur Hölle? Okay, guck einfach mal selber rein. Unter Feldforschung. Feldforschung, ja, es gibt ziemlich viele neue Sachen. Okay, ja, Objektscanner. Atomreaktor-Update haben wir nicht mitgemacht und jetzt, das ist jetzt auch halt neu für uns. Was siehst du denn unter Feldforschung, was ungewöhnlich ist? Weil das sind ja alles Sachen, die wir schon kennen. Nee, nicht dieses MCMAM-Ding da. Das ist neu. Meinst du MAM? Ja. Das ist doch die Werkbank. Ach nein, das ist Analyse und Forschung. Ja. Alles klar, ja, dann müssen wir das ja jetzt zuerst bauen. Ja, dann müssen wir die Feldforschung ja freischalten. Ja, da brauchen wir ja Kupferspulen und Nägel. Schrauben. Hast du Nägel? Wie, jetzt sag bloß, wir müssen hier anfangen, Sachen zusammenzubauen. Aber nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich baue erstmal eine zweite Werkbank, weil das ist mit Sicherheit etwas, das direkt mal knapp wird. Wollen wir nicht doch lieber was anderes spielen, weil so viel Arbeit und so... Das ist schon beängstigend, oder? Also ja, das habe ich so schon im realen Leben. Da muss ich das doch jetzt nicht hier auch noch. Ja, genau. Warum tut man sich das überhaupt an? Okay, so. Ich habe hier direkt schon mal schön Werkstatt und alles hingebaut. Geil, oh Milo. Ach, die ist sogar komplett geschlossen. Diesmal mit Tür. Mhm. Geil. Naja, komplett geschlossen. Riesenloch in der Rückwand. Ja, also weißt du, was ich meine. Was ist das hier? Ja, das ist eine Werkbank, einfach nur eine zweite, weil wir können ja nicht beide an einer Werkbank stehen. So, aber ich fange nochmal an. Ich mache mal ein paar... Moment, wir brauchen erstmal Kupferbarren und dann können wir auch Draht herstellen. Ich krieg das Belichtigen hier, ja. Ja, ne, jeder nach Fähigkeit. Also ich arbeite hier im Haupthub und du da hinten in deiner kleinen... In der Wüste. Genau. So, jetzt kann ich schon mal Draht herstellen. Wie viel Draht brauchen wir jetzt? 100 waren es, ne? Ja. Aha, dann will ich mal eben das ganze Kupfer, was ich habe, verbauen. Naja, und dann müssen wir das halt schnell automatisieren. Sonst wird man ja verrückt. So, ihr dürft dann gerne unter das erste Video auch schon mal Feedback geben zur Lautstärke der Soundeffekte. Ob ihr den Hawk zu laut oder leise findet oder mich. Hallo? Test 1, 2, 3? Test, Test? Ja, du bist zu laut. Ich regle dich gleich mal um 90% runter. 10% müssen reichen. Ja. So, schau mal. Ich habe jetzt 100 Draht gleich. Echt? Ja, ich hatte ein bisschen was hatte ich schon im Inventar. Ja, ich merke das schon. Ja, scheinbar kriegt man so einen kleinen Startbonus, wenn man das Spiel startet. Und weil du jetzt halt so Multiplayer-mäßig dazugekommen bist, eben halt nicht. Ah nee, wir brauchen 300 Draht. Ich frag noch, brauchen wir 100 Draht? Du sagst ja. 300 Draht brauchen wir. Hier, du kannst ja auch direkt an die Werkbank stellen und ein paar Kupferbarren klöppeln. Das fängt ja schon prima an, ey. So, jetzt ist Kupfer auch schon aus. Sehr gut, ja. Das freut mich. 100 brauchen wir, ne? Ja! Aber mir fällt auf, man kriegt viel weniger Draht aus einem Barren, glaube ich. Ist das so? Ja, weil, guck mal, du kriegst jetzt nur 2 Draht aus einem Barren. Das war doch damals irgendwie 5, glaube ich, oder sogar. Wenn ich jetzt ehrlich bin, weiß ich das nicht mehr, weil die ganzen Verhältnisse und was man wo wie viel für kriegte, das habe ich nicht mehr im Kopf, ehrlich nicht.
Ja, ich meine, da war irgendwie was gewesen. Bei Draht hast du relativ zügig geklärt, meine ich. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es auch nicht. Erste Staffel ist halt auch echt schon eine Weile her, ne? Also das ja. muss man ja jetzt mal sagen. Wir haben ja Update 2 ausgelassen, da gab es ja die Züge und alles. Genau. Und ja, jetzt mit Update 3 wieder rein. Und ich habe zwischendurch auch nicht gespielt, deswegen. Ja, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, im Prinzip, das letzte Mal war bei mir, ja, nachdem wir aufgehört hatten, war ich noch einmal ganz kurz drin, aber dann auch nicht mehr. Ja, so geht's mir auch, also. Ja gut, dann sind wir wenigstens beide gleich blöd, dumm, unahnend, unwissend, ja, meine ich. Und senil. Senil sowieso. So. Wie viel brauchen wir jetzt? 100, sagst du? Ja, pass auf, du kannst... Ja, ja. Mach du das andere. Ich habe den Draht jetzt gleich fertig. Ja, toll. Jetzt habe ich 150 Draht. Ja. Jetzt kletter okay. ich die Barren durch, so. Ja, genau. Mach die Barren. So. Oh, ich mache Beton. Brauchen wir schon Beton? Weiß ich gar nicht. Also, ich will gleich mal auf die erste Funktion hinweisen. Man kann hier oben ja sagen, Meilenstein auswählen. Steht der jetzt auch oben rechts bei dir? Yes, sir. Gut, wunderbar. Dann wissen wir ja auch, auf was wir hinarbeiten dürfen. Ach, guck mal, 100 dran. So. War auch mit dem Barren, glaube ich. Das war vorher 2 Tacks oder Ticks. Jetzt sind es 3. Also irgendwie, also ich glaube, da hat sich ganz schön was geändert. Ja, warte. Könnte es sein, dass das daran liegt, dass wir jetzt von Hand fertigen? Und dass da das Verhältnis noch anders ist, als wenn wir es in eine Maschine packen. Und weil wir zuletzt halt nur mit Maschinen gearbeitet haben, eben gar nicht mehr die richtigen Verhältnisse jetzt im Kopf haben oder in Erinnerung. Ich denke mal, das wird es sein. Hier ist alles blau, was ist denn hier los? Achso, es ist blau. Was ist hier los? Das glaube ich ja jetzt nicht. Hier ist alles blau, was ist denn hier los? Ja, das ging jetzt bei mir so ruckartig, so zack, auf einmal war es aber blau. Also irgendwie war das für mich jetzt sehr erschreckend. Klasse. Ging das bei dir jetzt langsam, also so ein langsamer Übergang oder was? Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit in die Werkbank geguckt. Du wahrscheinlich auch, oder? Deswegen wird es wahrscheinlich plötzlich gewesen sein. Ja, ich habe da hinten die Wüste so im Hintergrund, du ja nicht, du guckst ja auf die Wand. Ach so, ja. Also dann gucke ich ja, ne? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Okay, ja. Mhm. So, jetzt pass auf. Jetzt fühle ich mich gemobbt. Wie viele Eisenplatten hast du denn schon fertig? Eisenplatten habe ich jetzt 32. Aber ich habe gleich, wenn ich jetzt alles durchknetter hier, dann hätte er um die knapp 90. Ich hätte ja auch schon 100 im Inventar. Also pass auf, ich werde die einfach verwenden. Und Schrauben habe ich nicht. Die müssen wir herstellen. Ja gut, Schrauben geht da relativ zügig. Da brauchst du nur Eisenstangen und dann... Genau. Aber was ich aber wirklich genial finde, ist, dass einem oben jetzt die relevanten Gegenstände angezeigt werden. Das heißt, wenn du Schraube auswählst, dann zeigt er dir oben die Eisenstangen an, oben rechts. Ach so, das meinst du. Und das finde ich einfach gut. Stimmt. Bin mal gespannt, wie weit das geht, ne? Also wie lang die Kette nachher wird. Das würde mich ja mal interessieren. Welche Kette? Ja, wenn du zum Beispiel nachher Motoren anwählst, weißt du, Motoren. Ach so, ja, okay. Kabeldraht, ob das dann alles wirklich angezeigt wird. Ja, das wäre natürlich grandios. Ja. So, Schrauben machst du oder wie oder wo? Ich mache jetzt Schrauben, ja. Ich habe auch schon 212. Ich pack mal meinen Krems hier einfach mal rein, weil ich habe, ne? Hier, Puff. Schrauben habe ich 8. Yay. Ich mach mal den Extraktor da hinten leer. Wo war der denn nochmal? Ich glaube da. Ja, ich denke, wir können direkt schon mal ein paar Signalfackeln aufstellen. Ja, das ist, glaube ich, hier nicht ganz verkehrt. Ach, guck mal, der ist ja schon voll. Okay, so, dann haben wir genug. Dann schicke ich das Ding jetzt weg, ne? Ja, wenn du voll hast, dann hau weg das Ding. So. Flieg! Sieht aus wie so eine große Biene, ne? Mhm. Die irgendwie so hat was. Ist nur nicht so fleißig, ne? Wir müssen die ganze Arbeit machen. Oh, echt. Tschüss. Okay, gut. So, wir haben die Feldforschung also freigeschaltet. Dann gucken wir mal weiter. Logistik sind halt die ganzen
Ja, oder die ersten Förderbandsplitter, Fusionatoren, Förderlift und Productivity Display, okay. Und Basisbau, ja, da kriegen wir die Fundamente. Und wir können ja eigentlich schon mal ein bisschen drüber reden, was wir uns hier vorgestellt haben, ne? Ja, hau mal raus. Also, wir sind hier... Was? Sie sind Schnecken, ich sammle die direkt mal ein. Wie, mehrere? Ja, klar. Ich sehe zwei Stück auf so schon mal. Ich sehe auch zwei, also einmal da... Einmal da, wo du gerade bist, und ich sehe da hinten auch noch eine. An der Klippe und. Und was ist das? Was ist was? Da hinten ist irgendwie so was Rotes. Oh. Wo du jetzt stehst, wenn du Richtung Südwesten schaust. Südwest? Ja, Süden, Richtung Süden von dir aus wahrscheinlich eher so. Da ist bei mir dieser komische Fels am Wasser. Fels im Wasser? Ja, dann davon ein bisschen links. Ja, wenn du weiterläufst, dann... Also, da ist irgendwas Rotes. Also, ich glaube, ich gehe einfach mal hin und guck's mir an. Also, ich habe hier so eine rote... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was oh, ist? Hilfe! Nein, 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 weg. Nee, du lockst sie jetzt nicht hierher, oder? Das sind diese Fliegen. Die Fliegen? Ja, die sind ja harmlos. Ja, sind die nicht? Aua! Au! Au, warum? Geh weg! Die können unter Wasser fliegen. Ach, auch nicht schlecht. Soll ich dir helfen? Komm, ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Doch, bitte. Ja gut, dann komm ich. Die fliegen immer noch hinter mir. Folgen die mir jetzt ewig, oder was? Weiß ich nicht, aber ich bin gleich bei dir. Ne, ich glaube, die sind... Ich glaube. Nee, da kommen sie doch. Ja, mach sie fertig. Los! Im Ernst jetzt? Ein Schlag sind die kaputt? Ja, das waren aber vorhin mehrere, ne? Da ist noch eine. Zwei Stück. Siehste? So, zwei. Der andere schwirrt da hinten am Wasser rum, da. Ja, da ist auch noch so ein Viech. Komm, komm, komm. Ja, toll. Jetzt kommt das Viech hierher. Ups. Aua, au! Okay, gut. Die hat mich leider erwischt. Wieso haut denn das Vieh jetzt ab? Ah, hast du deinen Helm aufgemacht? Vielleicht hat es dein Gesicht gesehen. Oh. Rohquarz. Rohquarz, guck mal. Ja, habe ich wohl gesehen, dass du da einen hübschen kleinen Diamant gefunden hast. Kannst du mir einen Ring von machen? Einen? Ich sammle mal gerade das ganze Grünzeug hier ein. Wir brauchen ja auch bald Strom und sowas alles. Und dann brauchen wir schon mal ein bisschen Biomasse. Bald Strom, ja, bald ist gut. Ja. Am besten gestern schon. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten auf Tageslicht. Und dann machen wir die erste kleine Produktionskette. Was sind denn jetzt Ausrüstungstasten? Das verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, du kannst da Ausrüstung hinlegen, die du benutzen willst. Und die kann man dann über einen Hotkey aktivieren. Ne? Habe ich mich aber auch schon gefragt, ehrlich gesagt. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Mal eben unter Steuerung. Aber das ist ja neu, ich habe keine Ahnung, weil ich habe da nämlich diese komischen Nüsse drin. Ich will mir jetzt eine schmatzen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe die bisher dann einfach in die Hand genommen, die Sachen, aber ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt einen einfacheren Weg. So, ich denke, das reicht erstmal an Biomasse. L-Taste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Okay. Keine Ahnung. Steht nichts. Steht nichts drin? Nö. Ja, dann müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Wir werden es rausfinden. So. Ah, nee, warte mal, das wandle ich aber um. Ich hab's verstanden. Ja, erzähl mal bitte. Pass auf, oh, wie doof. Ich glaube, ich hab's verstanden, sag ich es mal so. Und zwar, okay. Wenn du. Nee, hä? Er hat's also nicht verstanden, liebe Leute. Also, meine Befürchtung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Nüsse bei mir ins Inventar schiebe, ja. Dann zeigt er mir oben Ausrüstungstasten an. Das sind dann, denke ich mal, Gegenstände, die ich halt in die Hände nehmen kann. Ja, ja, das... Ja, klar.
Ja, aber ich dachte, die kann ich jetzt direkt da oben raus benutzen, ohne die halt erst auszuwählen oder wie auch immer, verstehst du? Ach so. Aber ja. Das scheint nicht zu gehen. Ich komm hier auch ständig durcheinander mit den relevanten Gegenständen. Also pass auf, Ausrüstungstasten. Gut, und dann sind da die Hände. Man kann ja mehrere Sachen in die Hände nehmen, dann kann ich mit dem Mausrad durchscrollen. So genau. Viel mal dazu. So, die Ausrüstungstasten, die sind dann... Ja genau, das ist es. Was sind die da? Ja, was sind die Ausrüstungstasten? Das ist echt eine gute Idee. Und ich glaube, dass diese Ausrüstungstasten nur Gegenstände sind. Ja, Tatzen. Wir haben uns beide versprochen, wie es ist. Dass du diese Gegenstände, dass die einfach nur im Inventar sortiert werden oder die da oben angezeigt werden, dass du diese auch ausrüsten kannst. Verstehst du, wie ich meine? Ach so, meinst du, dass das einfach Gegenstände genau. sind? Ja, okay. Ja, das... Ja, dann ist das vielleicht einfach nur eine schlechte Übersetzung des Interfaces. Vielleicht macht das mehr Sinn in der englischen Version. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat da irgendein Zuschauer eine bessere Idee für. Man kann das ja gerne mal erklären. Auf jeden Fall. Einfach erklären. Ich packe mal so Sachen, die wir jetzt im Moment am Anfang noch nicht brauchen, hier in die Kiste rein, die wir am MAM haben. Nicht am MAM, am Hub. Nur, dass du Bescheid weißt, dass die Sachen da drin liegen. Also ich bin jetzt gerade am Wasserfall und ich sammle hier nochmal eine Schnecke ein. Also. Okay. Was wir dann schon mal haben, ne? So, soll ich schon mal einen Objektscanner bauen oder? Nee. Nee, Signalisatoren baue ich mal welche. Das sind immer zwei. Eins. Vier Stück, das soll ja erstmal reichen. Dann klatsche ich die mal eben auf unsere Vorkommen, damit wir wissen, wo die sind. Ja. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja, wenn ich denn jetzt noch weiß, wo sie sind. Also. Ja gut, eigentlich ist das relativ einfach. Ich wollte sagen, so weit waren sie ja nicht weg, ne? Oh, ich alter Schneckenjäger, hör mal. Ey. So, Eisenerz. Ja, ist doch perfekt. Umso mehr Schnecken, umso mehr Verstärker können wir bauen. Oh. Oh, ich höre hier noch was. Ich sehe aber nichts. Ich bin ja jetzt auch mal gespannt, ob diese komischen Dinger, diese Kugeln und so, ob die diesmal jetzt irgendwie was bringen. Ach so, die ganzen Artefakte, sag ich mal. Ja, genau, diese, wie hießen die, Atmosphären oder wie hießen die, glaube ich, ne? Ja, gab's ja mehrere von. Oh. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil letztes Mal waren die ja noch total, nutzlos. Ja. Du, wo hatten wir denn noch? Wir hatten das Kupfererz, das Eisenerz und hatten wir auch schon was auf Kalkstein gestellt? Ja, ne? Ja, unten beim Wasser. Wenn du Richtung Westen gehst, also unten zum Wasserfall hin. Ja, genau. Bisschen rechts halten. Ja, ich hab's gefunden. So. Oh Mensch, 6 Schnecken. Hey. Ja, Hawk, der Schneckenjäger. Eine Profession, die in unseren Zeiten nicht mehr geschätzt wird. Ich habe Bauxit gefunden. Okay. Gut, so. Leute, dann würde ich sagen, beenden wir hier die erste Folge. Viel ist jetzt noch nicht passiert. Ich sag mal so, die aller rudimentärsten Grundlagen haben wir. Jetzt arbeiten wir halt drauf hinaus, weitere Meilensteine freizuschalten, damit wir neue Geräte kaufen, bauen können und mit den Fundamenten anfangen können. Denn, was wir vorhin noch erwähnen wollten, das ist, dass wir hier die grundlegenden Sachen erstmal so auf der Erde bauen und dann so eine Art Sky Factory errichten. Auch wenn wir hier viel Bauplatz haben, wollen wir dennoch ein bisschen in die Höhe gehen und Sky Factories auf großen Stelzen errichten. Was ist da? Wie geht das? Wie machst du das? Geil. Wie geht das? Ja, rennen und dann C. Also ducken halt. Gedrückt halten. Ach, wie cool ist das denn? Okay, hier, mega. Blutgrätsche, pass auf. Bäm. Okay. Ja, ach, guck mal hier, man hinterlässt sogar Streifen. Richtig cool. Nicht schlecht. Das sind so die kleinen Sachen, die man jetzt alle herausfindet, ne? Genau, ja. So, Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao.